Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 247, Mitte, Anfang Mai. Wahrscheinlich taukelst du gerade von irgendeiner Party zurück ins Hotel. Falls du jetzt dort einen Roller siehst oder ein Fahrrad, lass es bleiben, lauf nach Hause oder gönn dir ein Taxi, nimm die Bahn, wie auch immer. Vielleicht wachst du auch gerade auf mit einem Kopf so groß wie Indien, kannst dich irgendwie an nichts erinnern. Wer weiß, aus welchem Song die Line ist, kann sich gerne melden. Oder du sitzt im Zug zurück nach Hause. Wir bringen dich jetzt hier durch den Tag, durch den schönen Mittwoch. Pip, was hast du gestern erzählt auf der Konferenz? Kannst du kurz checken, ob du dein Mikro anhast und die Aufnahme läuft? Nicht? Ja, also dreimal in Folge wäre dann wirklich peinlich. Sehr gut. Sag mal, wenn man das hört, werde ich höchstwahrscheinlich gesprochen haben bereits. Ist das Pluscom perfekt? Ich glaube ja. Worüber ich dann gesprochen habe, ich spreche über die Zusammenhänge, die ich versuche zu konstruieren zwischen Produktivität, Layoffs und wie AI uns alle retten wird natürlich daraus und so ein bisschen auch wie Risiken. Aber es ist für sagen Philipp Klöckner-Verhältnisse wenig Doomerism. Ich habe versucht, nicht zu negativ zu sein. Also das ganze AGI und so Quatsch. Habe ich vorerst weggelassen, was nicht heißt, dass ich nicht daran glaube. Das hätte den Rahmen gesprengt. Es wird so schwer, das alles in 25 Minuten zu drücken, weiß noch nicht viel. Also ich habe so rund 60 Folien. Das heißt 20 Sekunden pro Folie. Das wird schon klappen. wenn nichts, gebe ich ein paar. Ja, Live-Podcast muss, also am Dienstagmorgen hat es einen Live-Podcast mit Fabian Spielberger und Kaspar Schlenk für Finance Forward gegeben. Da man den später nochmal hören kann, muss man sich den vielleicht nicht geben. Die Keynote hat man hoffentlich gehört um 12 Uhr. Ich glaube, es wird eher um 1, weil die Veranstalter ja so ein bisschen dazu neigt zu hängen. Aber irgendwann, so kurz vor der Mittagspause, darf ich dann die Keynote gehalten haben am Dienstag. Aber am Mittwoch könnt ihr noch um so rund 10 Uhr bei der Finance Forward einen ganz kurzen Fireside-Chat mit Kaspar über die Zukunft von Fintechern. Da werde ich dann all den Doomerism ablassen, den ich mir bei der AI gespart habe. Und um rund 11 Uhr gibt es nochmal in der Finance Forward Box eine Panel-Diskussion mit den bekannten Stars aus Ohne Aktien wird schwer und mir. Komischerweise gleichzeitig zu. Ich werde deswegen Frank Thiel ins AI talken. Kannst du den mir vielleicht aufnehmen oder da reingehen? Ja, reicht es nicht, wenn wir einfach die letzten 20 Tweets von Elon uns durchlesen? Ja, also auf jeden Fall aus irgendeinem Grund werde ich da nicht stören können. Würde ich natürlich auch niemals machen. Und wer da noch nicht genug hat, kann uns um kurz nach 4 auf der Red Stage bei einem Live-Podcast das Festival ausklingen lassen. Ja, für mich ist ja das Wichtigste am Mittwoch eigentlich, dass das der Sporttag ist. Also ich werde ein Longest Drive Competition haben um 1.30 Uhr, während du dein Wissen teilst, werde ich einfach nur den kleinen weißen Ball schlagen. Und kommst du dann bitte geduscht und umgezogen zum Live-Podcast? Nicht, dass es müffelt. Also nee, ich nehme einen Deo-Roller mit, das ist schon in Ordnung. Und dann, Westermeier redet ja neuerdings immer von Bildern. Und ich hab mir überlegt, was das größte Bild der OMR dieses Jahr sein könnte. Letztes Jahr war es ja Ashton Kutcher, umgeben von den Podcast-Kolleginnen. Dieses Jahr, glaube ich, so wahrscheinlich irgendwann um 18 Uhr Serena Williams gegen Boris Becker Pickleball auf der Mainstage. Kriegst du das hin? Also ich wäre... Glaube ich... Das wäre natürlich ein Bild. Das wäre das Bild überhaupt. Aber da gewinnt Serena halt zu null, glaube ich. Ja, also du kannst ja mit Boris spielen, ich spiele dann mit ihr. Wir gehen da einfach direkt, also die sprechen ja nach uns. Ich weiß nicht, ob ich mit Boris Becker spielen will. Ja, okay. Also wir sollten auf jeden Fall aufpassen, dass die nicht im gleichen Team sind, das ist gefährlich. Wusstest du, dass Boris Becker Besitzer von Autohäusern in meiner Heimat war? Ach was. Ähnlich erfolgreich wie der Rest seiner Nachsportkarriere verlaufen sind. Aber ich habe mir tatsächlich. Der hat tatsächlich drei Autohäuser in Mecklenburg-Vorpommern besessen. Ja, ich habe mir tatsächlich die Doku auf Apple TV angeguckt am Wochenende. Da gibt es so zwei Doku-Reihen über ihn. Ich glaube, die Interviews wurden
kurz bevor er ins Gefängnis gegangen ist, aufgenommen. Und ja, schon bemerkenswert. Bemerkenswertes Leben. Und krass, wie man, ja, wie man sich dann doch immer so auf Leute verlässt und andere Leute Entscheidungen für sich treffen lässt. Und dann irgendwelche Entscheidungen, also Wahnsinn, was für ein Rise and Fall und wie der da jetzt wieder rauskommen versucht. Schon krass. Gibt es übrigens, es gibt ein Boris Becker-Kapitel in einem Buch von Benjamin von Stuttgart-Barre. Ich glaube Panikherz. Ich weiß und nicht. Was sagt er da? Zusammen Party machen oder was? Es geht um, ich glaube, er schaut sich selbst, er interviewt ihn und er schaut sich selbst im Fernsehen, das Wimbledon-Finale oder irgendwie so. Wie auch immer. Fachfrage: Wie viel AI, wissenschaftliche AI-Papers, also Studien, oder wie nennt man das, wissenschaftliche Arbeiten, glaubst du, werden pro Woche ungefähr veröffentlicht gerade? Von Menschen oder von der AI selbst? Das weiß man ja nicht, aber. Also 1000 wahrscheinlich. 1000? Ja. 1000 sind es in 12 Stunden. Krass. Also es sind wahrscheinlich 500.000 bis 700.000 im Jahr und damit bis zu 2.000 am Tag. Vielleicht gegen Ende des Jahres werden es wahrscheinlich mehr gewesen sein, wenn man dann den Durchschnitt bildet. Und wie viele neue AI-Startups werden gerade gefundet pro Tag? Ja, zu wenig. 100 vielleicht? Nee, 7. Gefundet, nicht gegründet. Ah, okay. Also gegründet werden, glaube ich, sicherlich eine zweistellige Anzahl. Aber jeden Tag werden, also inklusive Wochenenden, werden 7 neue gefundet. Und gibt es schon irgendwie so... Oder 10 pro Werktag, das kann ich noch... Ach nee, jetzt habe ich schon abgeschickt, das kann ich nicht mehr verändern. 10 pro Werktag wäre eigentlich spannender. Zweistellig sieht besser aus, 7 sieht nicht so beeindruckend aus. Damn. Ich schreibe nochmal, das macht die bestimmt locker, dass ich nochmal meine Präsi ein bisschen verändere. Schick den einfach alle Stunde ein neues Update. Entschuldigung, hier ist Version 5.7.3. Ja, das Video nochmal reinmachen. Und kann ich von meinem Handy präsentieren? Das hat bei Google so gut funktioniert. Gibt es schon irgendwie so einen Trend, neuen Titel, der Chief AI Officer oder so? Prompt Engineer ist, glaube ich, der neue, oder Chief Prompt Officer. Das hat ja Speak Ace auf seine T-Shirts gedruckt. Aber, ich glaube, Prompt Engineer ist der neueste Titel. Oh, Wahnsinn. Ja, crazy. Ich freue mich auf die Keynote. Schätz mal, wie viele Entwickler es in Deutschland gibt. Die AI, irgendwas mit AI machen? Nee, generell. Entwickler. Moment, also alle Entwickler werden was mit AI machen in Zukunft. Mhm. Alle, 100%. Ja. Also irgendwo entweder anwenden oder programmieren. Es wird keine Nicht-AI-Entwickler geben, ist meine Meinung. Aber einfach um die Community, das Forum, wie heißt das, Discord, ein bisschen am Laufen zu halten, mache ich so ein paar krasse Statements. Also man muss natürlich, das ist immer das Problem, du müsstest eigentlich an jede Aussage so ein Timeframe rankleben und das wird auf der Bühne, zumal ich ja sowieso wenig Zeit habe, relativ schwer. Aber ich warne schon mal vor, also ich glaube einerseits ist natürlich nichts, was man sagt, ist für heute oder morgen richtig. Und gleichzeitig würde es in 10 Jahren mit 100%iger Wahrscheinlichkeit veraltet sein. Einfach weil die Entwicklung schon, ich bin kein großer Exponentialfanatiker, aber ich glaube, das ist schon relativ exponentiell. Entschuldigung, die Verbindung war schlecht. Hast du 10 Jahre oder 10 Tage gesagt? Ja, es kann auch schon 10. Also ich habe einer der Gründe, warum ich die Präsi relativ spät dann finalisiert habe, die Code Interpreters, wo du einfach PDFs oder Arbeiten oder Excel-Dateien reinschmeißen kannst und bekommst Analysen raus, die gab es vor einer Woche einfach noch nicht. Und es ist schon ein krasser Durchbruch, glaube ich. Aber um darauf zurückzukommen, es gibt fast 1 Million Entwickler in Deutschland. EntwicklerInnen. Natürlich. Ja. Und nur noch UK hat ungefähr so viel in Europa, aber eigentlich haben wir eine ganz gute Basis. Und die schneiden so bei, es gibt ja so Seiten, wo man so bestimmte Tests vervollständigen kann und so ein bisschen prüfen, wie gut man ist. Schneiden, wo China übrigens ganz klar auf 1 liegt. Natürlich, weil die bescheißen. aber da liegen wir gar nicht so schlecht eigentlich. Und sag mal, hast du am Wochenende irgendwie mal kurz ein bisschen Sonne abbekommen oder so? Also warst du draußen oder hast du die ganze Zeit die Präsentation gemacht? Tatsächlich nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass du noch die Klamotten an hast von Freitag. Nein. Nee, ich habe mich zwischendurch gewaschen und gegessen. Aber ja, ich war leider nicht viel draußen. Ja, ich werde versuchen, mich an der Bar niederzulassen. Und ich werde dafür sorgen, dass du nicht an die Bar gelassen wird, wenn ich auf der Bühne bin.
Ja, sonst, ich habe am Freitag einen meiner erfolgreichsten LinkedIn-Posts gemacht, weil ich mich darüber aufgeregt habe, dass ich, dass mein Knollen, oder wie heißt das, mein Ticket, das 60 Euro kosten sollte, irgendwie über 80 Euro gekostet hat, wegen Bearbeitung und allem. Geh mal davon aus, dass du auch der Meinung bist, dass es ruhig noch teurer sein könnte. Ich finde, es muss, also die Buße muss angemessen, da kann man mal drüber reden, ob man das am Einkommen festmachen sollte oder nicht. Da gibt es durchaus Gründe, die dafür sprechen. Klar gehören da Gebühren dazu. Ich glaube, was man im Kopf einmal machen muss, ist das Bußgeld von der Gebühr zu trennen. Die Gebühr verursachst du ja. Also sowohl den Prozess und Vorgang, den das Amt leisten muss, aber zum Beispiel auch die Menschen, die Einhaltung kontrollieren. Also du, wenn du, sagen wir mal, 25 Euro für Falschparken parkst, zahlst, ist das eine Sache. Aber es muss ja auch jemand deinetwegen, unter anderem wegen deines Fehlverhaltens, den Verkehrsraum kontrollieren. Und allein das rechtfertigt ja die Gebühren meiner Meinung nach. Von daher. Und ich glaube, es ist insofern wichtig, dass dieser Prozess, also ich habe ja schon mal erzählt, dass es mal jemanden gab, der mit einem Leasingfahrzeug, was mir zuzuschreiben war, täglich zweimal falsch geparkt hat. Und natürlich hätte ich mir damals nichts mehr gewünscht, als dem Ordnungsamt einfach eine Lastschrift einzugeben zu können. Aber der tatsächliche Pain ist ja, dass du jeden Tag einen Zettel manuell oder mit einem Scan überweisen musst. Das heißt, ich glaube, das ist Teil des Systems, dass das möglichst schwer ist. Und ich glaube nicht, dass es schlau ist, das wegzudigitalisieren, sondern es ist Teil der Strafe. Also ich glaube, dass du auf der Amtsseite so viel wie möglich digitalisieren solltest, aber für den Kunden oder die Kundin oder Ordnungswidrigkeiten begehren, sollte es, glaube ich, so umständlich wie möglich bleiben. Weil ja. Du kannst diesem Übel ja ausweichen, indem du dich einfach wohl verhältst. Ja, also ich, keine Ahnung, ob das vielleicht falsch rübergekommen ist. Also ich finde es vollkommen in Ordnung, das Ticket zu zahlen. Ich habe da einen Fehler gemacht. Nochmal zur Klarstellung, das war eine rote Ampel, ja, aber ich bin da mit dem Fahrrad nicht drüber geheilt, sondern ich bin da, war halt nichts los und dann bin ich drüber gefahren. Wie viele andere, die das auch machen. Und dann habe ich halt gefragt, okay. Ja. Sollen wir das jetzt nach Ermessen entscheiden? Nein, oder? Natürlich nicht. So, aber ich habe halt gefragt und die sagen so, ja, hier ist eine Gefahrstelle so und mir ist das vor 10 Jahren das letzte Mal passiert und ich finde es auch in Ordnung, dass mir das passiert ist und ich zahle das auch gerne so. Nur der Prozess von, sie nehmen all meine Daten auf und das dauert so lange und alles, das denke ich einfach, dass man das besser digitalisieren könnte oder sowas. Aber natürlich wäre es schon sinnvoll, dass der Brief nach Hause kommt. Was wäre denn ein besserer Prozess? Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Was wäre denn ein besserer Prozess? Na, dass du halt per App oder per was auch immer zahlen kannst, die deine Daten haben und dass sich das, ja, dass sich das beendet hat. Du hindert dich doch niemand, den Mahnbescheid per App zu bezahlen. Nein, aber sie haben mich ja angehalten, dann haben sie erstmal alle meine Daten erfasst, das dauert 10 Minuten. Das liegt daran, dass du am Fahrrad ja nicht anders ausweisbar bist. Hättest du ein Nummernschild, wäre das nicht so kompliziert? Ja, aber man könnte ja ein System haben, wo sie irgendwie über Apple Pay oder was auch immer, die Verimi-App oder so, meine Daten sofort haben und dann ist es durch. Dann könnten sie ja auch mehr Leute rausziehen, wenn der Prozess besser funktioniert. Dann sagt doch jeder, holt sich jeder einen Anwalt und sagt, hier, ich wurde überrumpelt, ich habe das aus Versehen zugegeben, eigentlich war ich es gar nicht. Der Grund ist ja, warum dieser Prozess ein paar Wochen dauert, ist ja, weil du eine Widerspruchfrist hast. Du kannst sagen, dass du da falsch behandelt wurdest, deiner Meinung nach, kannst irgendwelche Rechtsmittel einlegen. Und diese Frist muss ja auch ablaufen. Weil, ja, wenn nicht, würde jeder sagen, ich war vielleicht betrunken oder keine Ahnung oder gestresst oder der eine Polizist da saß, der Schlips schief, so kann das nicht sein. Der hatte seine Mütze nicht auf. Und du kennst das doch, wie die Leute argumentieren. Das wiederum finde ich ein Unding. Also, dass die Mütze nicht aufhaben? Nein, dass die Leute dann versuchen, sich da irgendwie wieder rauszureden. Ja, aber deswegen gibt es die Rechtsmittel und die sind ja, du lebst nur mal im Rechtsstaat und das spielt dann entweder für oder gegen dich. Ja, aber also ich wurde erwischt, ich habe gesagt, ja, ich war's, alles gut, ich will zahlen, Thema. Ja, aber das würde ja jeder machen, um der Situation, weil, also, guck mal, als mir das neulich passiert ist, musste ich ganz dringend zum Bahnhof. So, ich habe nur durch dieses Vergehen eventuell, also ich habe dann, zum Glück war der Zug zu spät, also. Das ist übrigens richtig doof, wenn du angehalten wirst und du willst natürlich nicht zugeben, dass du mit Absicht drüber gefahren bist, weil du spät bist zum Bahnhof, weil dann halten die dich safe eine Viertelstunde auf, was ich auch verstehe, was dann auch eine besonders lehrhafte Wirkung hat. Was wollte ich jetzt sagen? Ich würde ja dann immer sagen, ja, schnell, lass mich weiter, ich will zum Bahnhof, so.
Das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du festgehalten wirst, dass du auch einsiehst, was dein Vergehen warst, dann trotzdem dir das 2 Wochen lang nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob das zu Recht war so oder ob man dich da überrumpelt oder wegelagerisch behandelt hat. Und das ist halt Rechtsstaat. Ja, okay. Ich verstehe, dass dich das nervt, aber ich bin mir sicher, es würden sofort Anwälte Möglichkeiten finden, zu sagen, dass du sagen, im Schock oder wie sagt man das? Im überrumpelten Zustand, nicht im vollen Besitz deiner Kräfte da genötigt wurdest, durch die Gewaltandrohung der Polizei das zu überweisen und dann hinterher sagst du, ach, ich möchte das eigentlich nicht mehr. Ja, soll ich dir jetzt einen Brief hinschreiben und sagen, ich muss einen Podcast aufnehmen, mein Kurs hat mich unter Druck gesetzt, dass ich mich besser vorbereite und jetzt endlich mal zur Aufnahme erscheine und so. Und jetzt ist es zu spät, jetzt hast du es ja bewiesen und damit wahrscheinlich eingestanden. Ja, und bezahlt. Alles gut. Ja, und du musst eben nicht nur, also du musst halt trennen, die Strafe oder Querstrich Buße ist eine Sache, so, und das ist die Buße. Und dann hast du aber, du hast ja auch Kosten verursacht beim Staat, bei mir und dem Rest der Bevölkerung und Steuerzahler. Und auch diese Kosten musst du tragen, also die Kosten des Verfahrens. Ja, da müssen ja 2 Polizisten wegen dir, also nicht eine Stunde stehen und auf dich lauern und noch 2, dann noch 10 Minuten mit dir konferieren, von daher. Okay. Weil du hast ja so Verständnis, von wegen, hier kommen noch 3,50 und 2,25 Mark dazu. Das sind halt die Verwaltungskosten, die du verursacht hast. Ja, aber ich hab irgendwie jetzt gedacht, also als ich den Brief geöffnet habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie so, wie wenn ich mir einen Flug buche oder irgendwie eine Ferienwohnung. Da kriege ich einen Preis und muss ich mich durchklicken und dann ist es auf einmal irgendwie 20-30% teurer. Mir wurde auch gesagt, kostet 60 Euro. Ich habe mit 60 Euro gerechnet. Findest du es fairer, wenn du den, wenn alle den Preis dafür tragen? Also wenn es verteilt wird und nein, Steuern deswegen super. Steigen? Also ist doch nein. Du kannst es verursachungsgerecht bei den Verursachern Ordnungswidrigkeiten begehren, innen quasi erheben. Oder du kannst es den gesamten Staat tragen lassen. Ich glaube, verursachungsgerechter ist definitiv das, was dir jetzt passiert ist. Finde ich auch gut. Ich finde auch gut, dass ich erwischt worden bin, dass nichts passiert ist. Aber apropos, und dass ich jetzt besser fahre. Apropos erfolgreichster LinkedIn-Post, LinkedIn hat angeblich gerade ein Feature in der Beta, wo GestalterInnen, also Creator, AI-unterstützt Posts aufsetzen können. Das heißt, man gibt nur noch, Sekunde, zeige ich natürlich, oder werde ich gezeigt haben werden, in der Deutschkurs mit Pip. In der, wenn ihr das hier hört, Sekunde, wo ist das jetzt? Achso, und kennst auch lustiges Bit. Erinnerst du dich noch an den Typen, der 10 Remote-Jobs gleichzeitig gemacht hat? Und, 10? Ich habe nur von dem Typen, der bei Google und Facebook parallel gearbeitet hat. Es gab bei Hacker News mal einen Typ, der gesagt hat, er arbeitet in 10 Remote-Jobs gleichzeitig, macht 1,5 Millionen. Ja, der macht das jetzt mit AI mit 100 Jobs. Nee, 20, aber. Sekunde, wo ist denn jetzt hier das? Ach, da. Nee, doch nicht. Da. Es wird wahrscheinlich reichen, wenn du dir irgendwie einen Bot auf Slack baust und einfach jede private Nachricht auf Slack beantwortest. Und dann immer so, ja, Alibi arbeiten. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Partner nutze ich seit Folge 24. Seit fast 3 Jahren mache ich meine Podcast-Notizen auf Notion. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Seit neuestem kann man mit dem KI-Tool von Notion noch schneller arbeiten. Notion KI kann dir jetzt sofortige Antworten auf deine Fragen geben und dabei Informationen aus deinem Wiki, deinen Projekten, deinen Dokumenten und Meeting-Notizen nutzen. Zudem kann dir die KI beim Schreiben und Übersetzen helfen. Teste Notion KI kostenlos, indem du notion.com/dg öffnest. Alles in Kleinbuchstaben, notion.com/dg. um die leistungsstarke, nutzerfreundliche Notion KI noch heute auszuprobieren. Und wenn du unseren Link verwendest, unterstützt du damit unseren Podcast. Also notion.com/dg für Doppelgänger. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Weißt du, wie viele Nutzer Slack hat? Ungefähr? 50 Millionen? 15. Weißt du, wie viel Microsoft Teams hat, die 2 50 Jahre Millionen? Später geklaut ist? 270. Gutes Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig Distribution ist. Oder wie asozial Distribution ist. Wie asozial Bundling ist vor allen Dingen.
Gut, dass jetzt niemand gerade nicht AI-Produkte in irgendwelche Browser oder Suchmaschinen einbaut. oder LinkedIn eben. Also, was LinkedIn quasi gemacht hat, ist, es gibt für die Top-Creator in so einen Beta-Test, wo man einen Draft using AI machen kann. Und man tippt einfach nur die ersten Zeilen ein, zum Beispiel deine Meinung über einen neuen Trend oder ein Career Advice oder ein neues Learning. Und den Rest bastelt LinkedIn dann selber. Und im schlimmsten Fall, wobei ich das LinkedIn noch am allerwenigsten zutrauen würde, so, würde es natürlich immer besser durch Reinforcement Learning verstehen, was Engagement erzeugt. Und LinkedIn wäre nur noch voll mit genau dem, womit es jetzt eh schon voll ist. Ich finde das wirklich besorgniserregend. Also das LinkedIn das selber, also ich meine, es wird natürlich Tools geben, die genau das anbieten. Aber jetzt sagt LinkedIn, dann machen wir es doch lieber selber. Und natürlich wird es das Engagement, sagen kurzfristig taktisch sehr stark erhöhen, weil Leute die scheinbar perfekten Posts schreiben werden, die natürlich sehr uniform werden, dadurch würde man vermuten. Aber dann wird halt nur noch der Kram einfach auf LinkedIn sein irgendwann. Beziehungsweise muss man dann sehr stark zwischen allgemeiner Reichweite und spezifischer Reichweite, glaube ich, trennen. Mir graut es auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es nicht kommt, ehrlich gesagt. Ich bin mal gespannt, wann die große LinkedIn-Abmahnungswelle kommt. Ähnlich wie es im Influencer-Marketing war, dass Leute halt nicht ihre Werbung markiert haben, scheint das ja jetzt bei LinkedIn das große Ding zu sein. Was? Also, nein. Ja, also zum einen werden Posts gemacht. Ich sehe nur jeden Tag eine neue Agentur da auf das Modell, wir vermitteln hier Thought Leader, auch auf LinkedIn umsteigen. Das ja, und auf Kommentare. Also es ist da müsste ja jetzt unter jedem Kommentar stehen, ist eine Anzeige, also ich werde dafür bezahlt oder ich werde dafür nicht bezahlt. Nach meinem Verständnis ja. Und das scheint ja aktuell nicht drin zu sein. Und da, ja, ich bin gespannt, also ein pfiffiger Anwalt, eine pfiffige Anwältin. Ach, da sind wir jetzt auf einmal auf der Seite des Rechts, ja? Also gegen unsere Polizei und Ordnungsämter stacheln und dann aber mit Anwälten den armen Influencer nachstellen. Nein. Ich bin voll d'accord, dass das alles, dass ich das zahlen muss und dass das so ist. Ich habe mich nur gewundert, dass es teurer ist, als mir gesagt wurde. Das war das Einzige, was ich da. Und ich würde den Prozess digitaler machen. Das ist das Einzige. Gut, sonst, wenn wir schon bei Digitalisierung sind, in der wahrscheinlich besten Folge, die wir jeweils aufgenommen haben, Folge 46, habe mir gerade die Notizen nochmal angeguckt. Dort habe ich, warte mal, wo habe ich das geschrieben? Dort habe ich zu Kariat gesagt, das ist über 2 Jahre her, habe ich mir ja eine Notiz gemacht, der Business-Influencer und Change-Manager Herbert Diess überhebt sich mit Kariat. Seine Zeit geht Ende April 2023 bei Volkswagen zu Ende und damit ist Kariat auch Geschichte. Du musst mir erklären, was Kariat ist. Kariat ist, also da ist K drin und AI, glaube ich, oder was auch immer. Und das ist die Software-Sparte von Volkswagen. Dies ist schon ein bisschen länger nicht dabei, aber ist jetzt Mai 2023. Und jetzt kam die News, dass Volkswagen die komplette Führung seiner Software-Sparte feuern wird. Das wird wohl jetzt diese Woche irgendwie offiziell. Glaube, da lag ich richtig. Schade, dass man die Folge nicht mehr nachhören kann. Es läuft so ein bisschen wie beim Bundesliga-Fußball, oder? Dass du, wenn die Mannschaft scheiße spielt, einfach den Chef immer kickst? Ja, das Thema ist halt auch irgendwie mega tough. Also vor allem halt, die wollten das ja für alle Marken machen und da ist natürlich Politik, also da sind da wahrscheinlich Meetings mit irgendwie 100 Top-Managern, die dann irgendwie ein Wochenende oder irgendwie eine Woche da am Rumdiskutieren sind, wie jetzt irgendwelche Prioritäten sein sollen und keiner von denen hat wahrscheinlich je irgendwas entwickelt. Ist, glaube ich, auch langfristig die falsche Strategie. Ich glaube, dass so die Zentralisierung, das ist ja vermeintlich, damit Dinge nicht doppelt gebaut werden und weil das angeblich effizienter ist und dann passt man sie vielleicht noch minimal an die Marken an. Es ist vielleicht auch dafür noch ein bisschen zu früh, aber ich glaube, langfristig werden viel mehr Software-Monolithe gebaut werden und dieses ganze Microservice-Chichi und alles über API verbinden und so. Das ist ja eigentlich eine Krücke, die wir machen, damit das für Menschen gut verständlich und irgendwie multimodal einsetzbar ist oder
vielseitig verwendbar, also multi-client-fähig und so weiter. Wenn die Kosten für die Neuentwicklung von Software sich so entwickeln, wie ich glaube, wirst du, glaube ich, viel mehr Single-Purpose-Monolithen baust. Das heißt, du lässt ein Stück Software effizient End-to-End bauen und baust eben nicht mehr diese ganzen Microservices dahinter. Wenn es so ist, dass die Kosten von Softwareprogrammierung sehr, 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 sehr abnehmen, was einen lang, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ich weiß, das Entwicklerherz blutet und das Herz schlägt bis zum Kopf oder bis zum Kinn, aber ich glaube, dass man langfristig nicht mehr so modular bauen wird, sondern so Wegschmeiß-Monolithen baut und sagt, ich lasse einfach nochmal neu bauen mit einem neuen Prompt. Hier André Kapati, der ehemalige AI-Chef von Tesla, und jetzt, der jetzt auch bei OpenAI an sowas wie Jarvis arbeitet, nach eigener Auskunft, sagt er, die populärste neue Programmiersprache ist? Die Suche. Englisch. ja. Ist natürlich auch sehr vorausschauend. Ne? Es wird alles nicht morgen kommen, aber ich glaube sozusagen, dass die Effizienz in der Produktion und die möglichst modulare oder zumindest marginal wird der Vorteil, den man dadurch erlangt, niedriger werden, um es mal diplomatisch zu sagen. Und ich glaube, langfristig wird er komplett weg sein. Sondern du baust on demand, so ad hoc, lässt du bauen, was du brauchst und schmeißt es danach wieder weg. Statt es so aufeinander aufbauend, Bit für Bit immer wieder zu erweitern. Du verlierst ja zum Beispiel auch die ganzen Kosten für Dokumentation und alles, was du nur machen musst, weil es auf was Vorheriges aufbauen muss, das sind ja auch riesige Komplexitätskosten, die sinken könnten. Das könnte kulturell vor allem für so Großkonzerne echt ein Thema werden, Sachen für die Tonne zu bauen, sich von Sachen zu verabschieden. Ja, du baust. Das ist auch für Buchhalter spannend, weil du die Kapitalisierung von Forschung und Entwicklung wird deutlich schwerer, weil du, wenn du Großteile von Software immer wieder sehr schnell reproduzieren könntest, falls diese Annahme richtig wäre, dann kannst du deutlich schwerer sagen, ich kapitalisiere hier die Entwicklungskosten. Und die würden ja sowieso niedriger werden, die Entwicklungskosten relativ gesehen. Während ich glaube, dass die Sales- und Marketingaufwendungen viel größer werden, relativ gesehen. Weil, folgen wir mal hypothetisch dieser Annahme, dass Softwareentwicklung marginal günstiger werden würde, dann ist relativ bald der Bottleneck für Wachstum nicht mehr, wie viel AB-Tests du machen kannst oder wie viel Innovation, neue Software du bauen kannst. Das könnte deutlich schneller werden und weniger Bottlenecks erfahren. Sondern der Bottleneck ist eher, wie viel AB-Tests kannst du machen, die ausreichend signifikant sind. Weil das heißt, wo genug Traffic drauf lief. Oder irgendwie kommst du zu wichtigen Skalen. Also wie kannst du groß genug werden, um gewisse Tests zu machen oder gewisse Vorteile zu erringen. Was wiederum dafür sorgen sollte, dass noch mehr Geld für Marketing und Sales ausgegeben wird. Wovon wiederum auch die großen Big Techs wieder, also die Werbeangebote haben, sehr profitieren sollten. Aber es passiert alles allmählich natürlich, ne? Bevor wir jetzt wieder in den nächsten 10 Tagen. Ja, ich glaube, es gibt ja zwei Sprüche. Das eine ist hier, Bill Gates, glaube ich, wird damit immer zitiert, man überschätzt, was in einem Jahr passiert, aber unterschätzt, was in 10 Jahren passiert. Also ich glaube, vor 10 Jahren hätte niemand gedacht, wie schnell sich AI jetzt entwickelt. Und das andere, ich glaube, Lenin hat mal gesagt, dass manchmal passiert in Dekaden irgendwie die Ereignisse eines Tages und manchmal in einer Woche die Ereignisse von Dekaden oder irgendwie sowas. Ja. Hast du AI-Winter auch bei dir in der Präsentation? Ist schon wieder Winter? Nee. Ja, aber dass vielleicht alle jetzt, also dass der Hype sehr schnell vorbeigeht und man dann auch so ein bisschen an die Grenzen kommt. Der Unterschied zu einem klassischen Hype, also das Thema ist natürlich gehypt, das ist gar keine Frage, aber der Unterschied zu einem Hype wie Krypto, NFT, Web3 oder sowas ist halt, dass es sofort anwendbar ist. Es ist ja nicht nur, dass irgendwelche Theorien und Papers explodieren, wie bei Bit. Das war bei Krypto auch so, dass die Papers explodiert sind und auf jeden Fall auf einmal irgendwie ohne Ende White Papers und wissenschaftliche Studien, was weiß ich, rauskam. Aber es gibt halt tatsächliche Anwendungsfälle und die tatsächlich zu Effizienzsteigerungen führen und sie nicht komplexer und dezentraler machen, wie bei Blockchain-Technologie. Also ich würde sagen,
ich will dem nicht absprechen, dass es vielleicht overhyped ist, aber es hat natürlich viel mehr Substanz und direkte Anwendbarkeit. Und wenn du überlegst, dass gefühlt sind wir 1-2 Jahre sozusagen in diesem stark beschleunigten Stadium und wie weit du da schon gekommen bist. Und es ist halt, es gibt so einen geilen Chart von Code2, den ich auch zeigen werde, wo du eigentlich siehst, dass die, wenn du es jetzt an den Anzahl der Transformatoren misst, sind die Modelle halt 1600 Mal größer geworden ungefähr innerhalb von wenigen Jahren, innerhalb von innerhalb von 3 Jahren, genau, 1600 Mal, sondern 15.500 Mal, das war nicht Prozent, sondern tatsächlich X. Also 2018 irgendwie GPT-1, was ja ein Google Open Source ist, wenn ich mich recht erinnere, hatte 100 Millionen Transformatoren und jetzt sind wir bei GPT-4, vermutet man so ungefähr bei 1 Trillion. Aber das sind halt Orders of Magnitude besser. Und du siehst ja, sagen, wenn du auf die Tests zum Beispiel schaust, GPT-2 hat nicht einen Test, also hat einfach geraten, wenn du ihnen einen Test gegeben hättest. GPT-4 schlägt den durchschnittlichen menschlichen Anwender bei den meisten Unitests. Gut, aber wieso soll es nicht anders sein wie mit autonomem Fahren? Dass irgendwie vor 5 Jahren oder vor 7 oder 5 Jahren haben irgendwie alle gesagt, so das kommt und es kommt schneller als wir denken. Und dann wurde da viel Geld reingesteckt, viel ausprobiert und jetzt ist man da, sagt, okay, ist vielleicht doch nicht so einfach, wie wir gedacht haben. Ich glaube nicht, dass das technisch stark begrenzt ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, würden wir mehr testen, also es ist vor allen Dingen reguliert und zu Recht natürlich auch, weil der Straßenverkehr uns heilig ist, würdest du noch mehr fahren können und hättest noch mehr Trainingsdaten, würde auch das noch schneller gehen, glaube ich. Und das ist ja der Vorteil, dass fast alle neuen Large Language Models eingebaute Feedback-Mechanismen hat. Also wenn du zum Beispiel Midjourney nutzt, da kriegst du mal 4 Bilder ausgegeben und dann sagst du, du möchtest von einem Variation haben oder das hochskalieren, also sagen, outputfähig haben. Und allein dadurch, welches dieser 4 Bilder du wählst, machst du ja ein Reinforcement. Also du sagst, das ist die gute Version. Das habe ich mir vorgestellt, als ich eingetippt habe, irgendwie ein großer Roboter läuft durch die Wüste oder so. Und allein dadurch wird es mit jeder Anwendung besser. Also die eingebauten Feedback-Zyklen sollten da zu. Und dann gab es noch einen anderen spannenden Artikel, den sicherlich fast jeder gelesen hat. Inzwischen packen wir auch in die Shownotes. Da geht es um ein internes Papier oder eine interne Kommunikation, die von Google geleakt ist, wo ein Google-Ingenieur sagt, wir haben keine Modes. Der wiederum geht davon aus, dass die Größe dieser Modelle, obwohl die zu super krassen Verbesserungen geführt haben bisher, gar nicht so ausschlaggebend sein wird, sondern was viel spannender ist, dass Open Source mit deutlich weniger Transformatoren in den Modellen zu besseren Ergebnissen kommt, teilweise. Und das wiederum ist nicht begrenzt durch irgendwie die Anzahl, also die Open Source Community. Wie gesagt, allein in Deutschland gibt es fast 1 Million Entwickler. Weltweit sind es sicherlich mehrere Millionen, könnte man annehmen. Und viele von denen versuchen gerade dadurch, dass das Facebook Llama Modell ist, glaube ich, mal geleakt. Es gibt andere, die Open Source sind. Und damit schaffen Leute es jetzt, dass, also es gibt Modelle, die auf dem iPhone laufen, auf dem Raspberry Pi, auf dem MacBook. Das heißt, die können quasi in die Edge, in die Geräte wandern, viel, viel kleiner werden. Und man kann, es gibt eigentlich nicht ein Gleichgewicht, aber du kannst ein Modell verbessern, indem du ihnen mehr Trainingsdaten gibst, also mehr Rohtrainingsdaten, dann durch mehr Feedback beim Lernen oder eben die Anzahl der Transformatoren. Wenn Pip jetzt Transformatoren sagt, meint er eigentlich Parameter. Da sind wir höchstwahrscheinlich noch weit vom Optimum weg oder es werden noch so viele verschiedene Anwendungen und Modelle, Foundation Models gefunden werden, die ganz anders konfiguriert sind, also wo nicht die Anzahl der Transformatoren Parameter das Entscheidende ist, sondern wo zum Beispiel die Trainingsdaten besonders gut waren, besonders sauber oder besonders groß und so weiter. Und im Moment sieht man halt keine Verlangsamung, da würde ich sagen, im Gegenteil. Und ich glaube, die Leute, die daran arbeiten, sind eher überrascht weil das ist ja auch eine der ersten Technologien, die was macht, wofür sie nicht gebaut wurde. Also es gibt ganz viele Leute, die beim Probieren, es wurde gebaut, um mehr oder weniger Fragen zu beantworten. Aber das zum Beispiel, was die Code Interpreter jetzt machen, war
glaube ich, nicht vorgesehen, dass man das bauen will kurzfristig. Man hat einfach gemerkt, dass es auch dafür schon erstaunlich gut, also Pattern Recognition sehr gut kann, was nicht überraschend ist, dass ein Computer das besser kann, aber dass man mit dem Modell das schon so gut kann, obwohl es dafür nicht gebaut wurde, ist einigermaßen überraschend, glaube ich. Und was haben die gemacht? Code Interpreter ist das, du schmeißt eine Excel rein und schlägt dir vor, welche Charts man bauen könnte, was Auffälligkeiten sind und so weiter. Ja, ich bin gespannt, was ich die nächsten 2 Tage über AI alles lerne und höre und ob dann die AI-Fatigue bei mir einschlägt oder ich einfach noch mehr, also ja, so richtig Angst habe ich vor der ganzen Sache irgendwie nicht. Es gibt ja so ein paar Leute, die so sagen, so jetzt ist die Welt zu Ende. Also ich habe jetzt noch nicht geschaut, wo ich mir einen Bunker bauen kann. Was gibt dir eine Hoffnung? Oder weil du die Gefahr gar nicht siehst? Wahrscheinlich bin ich zu dumm und sehe die Gefahr nicht. Also ich wenn, also du weißt ja, dass es letztlich Code und Software bauen kann. So, das könnte Computervirus bauen. Es könnte auch in irgendeinem Labor, was Eiweiße synthetisiert, ein Virus bauen, eine Biowaffe. Es könnte eine chemische Waffe bauen, theoretisch. Ja. Aber dann, also, wir hätten die Welt auch schon irgendwie vor 50 Jahren anzünden können. So, oder seit wann gibt es Atomwaffen? Seit 60 Jahren, würde ich sagen. 70 Jahren. Rund. Ja, also nee, irgendwie sind die Menschen schon, also fast 80, ja. Ja, aber irgendwie sind die Menschen dann doch irgendwie bedacht, friedlich. Also ja, der Unterschied ist, dass Atomwaffen nicht schnellere, neuere, bessere, größere Waffen mit noch mehr Sprengkraft bauen, glaube ich. Mhm. Auch das passiert bei eigentlich morgen, aber es ist halt absehbar, dass sich schneller weiterentwickelt. Und niemand hat einen Grund, bei der Atomwaffe hat man gefühlt einerseits einen Grund gehabt, Wettrüsten zu machen, andererseits es auch zu regulieren. Im Moment hast du ja fast wieder einen kalten Krieg irgendwie zwischen China und westlichen Ländern. Und ich glaube nicht, dass jemand den Vorsprung da aufgeben möchte, sondern dass man eher in der Wettrüstphase ist. Was, glaube ich, ein großer Grund, warum Taiwan gerade so spannend ist, ist, weil dort die Silizium-Chips gebaut werden. Und im Moment wird der Export von Chips an China war heute gerade im Wall Street Journal ein Artikel drin, dass der Export an Chips von China nach China ja reglementiert ist und kontrolliert wird. Und China importiert übrigens mehr Chips, also gibt mehr Geld für Chip-Importe aus als für Ölimporte. So nur um die Tragweite zu verstehen. Aber die besten Chips werden größtenteils auch über die Effizienz der Modelle entscheiden. Und ich glaube, dass für China ein Riesenproblem ist, dass sie dass sozusagen Taiwan in Anführungsstrichen zur westlichen Welt sich zugehörig fühlt. Und damit wenn du so möchtest, ist Taiwan der Schaufel, ich will nicht sagen Waffenverkäufer, aber der Schaufelhersteller für die nächste industrielle Revolution, weil nur da die besten Chips hergestellt werden können bei TSMC. Und ja, das ist, glaube ich, ein großer Teil des Konflikts. Ich glaube nicht, dass China so, was juckt die Taiwan, ob die jetzt dazugehören oder nicht. Aber Chips werden über die Zukunft entscheiden. Ja. Ich bin gespannt, was wir die Tage alles über AI lernen. Und ich habe noch eine zweite Sache, was ich wirklich, wirklich gerne mal verstehen würde. Es sind übrigens 2 deutsche Firmen an der Chipsproduktion. Habe ich bei einem anderen Podcast gelernt. Ich glaube, den kann man noch nicht ankündigen, weil das Termin noch nicht ganz klar ist. Aber in nächster Zeit wird ein legendärer OMR-Podcast erscheinen. Da geht es ein bisschen um erfolgreiche deutsche Unternehmer. Und es gibt ja die Firma ASML, die Fertigungsstrecken für die Chip-Bedampfung mit Lasern baut. Und da ist Technik von Carl Zeiss und von Trumpf drin. Aus Ditzing. Sitzen die in Dilling oder Ditzing? Ich vergesse immer. Ditzing. Dilling ist an der Saar. Ditzing in Baden-Württemberg ist, glaube ich. Und die bauen die Hochleistungspräzisionslaser, die Chips bedampfen. Soweit ich das verstehe. Und die Optik von Carl Zeiss müsste dafür auch benutzt werden. Problem ist, dass all diese Aktien natürlich schon kommen, also insbesondere die von ASML und TSMC komplett oder auch Nvidia. Nvidia hat sich, glaube ich,
die haben vor 20 Jahren mal unter einem Dollar notiert, sind jetzt bei 250. So Wahnsinn. Keine Kaufempfehlung, falls wieder jemand Indexe baut, Indizes baut. Sind alle krass vermutlich da bewertet, wo sie langfristig auch hingehen. Aber ich glaube schon, es könnte sein, dass Chip-Herstellern, mindestens zwei Chip-Hersteller oder also vermutlich Nvidia und TSMC, also Nvidia baut eher Schaltkreise als Chips, aber in den Top 10 der größten Unternehmen bleiben. Ja, ich wollte gerade fragen, welche wird dann irgendeine Firma bald wertvoller sein als Apple? Ist Apple aktuell die wertvollste? Ich glaube Microsoft, oder? Check mal. Ich glaube Microsoft ist 2 Trillionen und Apple ist eher so 1, Sekunde. AAPL ist... Oh nee, Apple, oh Gott. Peinlich. Apple ist 2,75. Krass. Microsoft 2,3 immerhin. Also gleiche Liga. Hast du gut gemacht. Gönn ich dir. Gleiche Liga. Ich bin deutlich in Führung. Nein, aber genug AI-Talk. Eine Frage hätte ich gerne noch beantwortet. Also ich versuche die Antwort auf der OMR zu kriegen. Und zwar, warum wir beide immer noch nicht den Boys Club Podcast bei uns in der App, in der Spotify-App finden. Ich habe gestern das nochmal, gestern ist Abend... neue Folgen rausgekommen. 7 und 8 sind jetzt, glaube ich, draußen. Ja, ich habe 1 und 2 gehört, irgendwie im Privacy-Modus über den Browser, und habe es gestern nochmal einem Kollegen erzählt, bei dem es funktioniert. Der hat mir dann wieder einen Link geschickt und der Link geht bei mir einfach nicht auf. Steht einfach, die Seite konnte nicht gefunden werden. Also ich verstehe technisch nicht, wie das sein kann. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir es irgendwie über den Browser machen und irgendwie die uns als Risiko, über Cloudflare uns als Risiko sehen und uns dann irgendwie die Daten nicht zeigen oder so. Also ist das möglich? Wird AI übrigens auch besser können. QA, Quality Assurance. Also bis ein Mensch den Grund dafür, also müsste ja den ganzen Prozess durchgehen und alle möglichen Fehlerstellen suchen. Auch das kann AI natürlich viel, 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 viel besser. Ja. Problem, wo im ganzen Prozess in der Pipeline liegt der Grund dafür. Da das größtenteils logische Schlussfolgerungen sind, wird das sehr vermutlich eine AI besser können. Ja, was mein Podcast ist, die Antwort auf alles, ist dein AI. Nee, ich bin jetzt natürlich nur gerade brainwashed, weil ich mich damit so viel beschäftigen darf. Aber es, und probst du das jetzt nochmal so? Also wirst du dich jetzt heute nochmal so vom Spiegel stellen? Mit Bürste in Hand. Ja. Ja, ich muss vor allen Dingen proben, wie man 60 Slides in 20 Minuten bekommt. Aber ich kann ganz schnell reden, wenn ich will. Versteht es noch niemand. Weil man es nicht versteht, gibt es im Anschluss auf LinkedIn, also wer mir auf LinkedIn folgt, kriegt die Folien im Anschluss. Und nicht nur Folien, sondern, wenn ich schaffe, auch noch ein AI-Cheat-Sheet, also wo so ein eine große Ansammlung an Tools, die man sofort nutzen kann, drin ist. Und auch zum Beispiel eine gute Anleitung, Prompt zu schreiben. Also die meisten Leute, inklusive mir, bis vor kurzem, schreiben Prompts ja komplett falsch. Es funktioniert ja viel, viel besser, sei es bei Bildern oder bei Text, wenn du der AI erstmal eine Rolle gibst. Zum Beispiel stell dir vor, du bist Kardiologe, oder stell dir vor, du bist irgendwie ein Kindergärtner. Oder stell dir vor, du bist ein Geschichtsprofessor in und so weiter. Und wenn man auch den Output definiert, also was will man, eine Tabelle, eine Liste, einen Text haben, einen einfach zu verstehenden Text und so weiter. Allein das umzusetzen, kommt, bringt dann schon deutlich weiter, glaube ich. Und ich habe übrigens die Hälfte der Zeit verbraucht, damit mit Midjourney rumzuspielen, was schon krass gut ist. Was ist das? Also sowas wie Stable Diffusion oder DALL-E. Also nur ich glaube, ich würde sagen, dass zumindest wo ich jetzt als relativ Ungeübter die mit einfachen Prompts die besten Ergebnisse bekomme. Und wann hast du oder? Läuft über Discord, sollte dir gefallen. Ah, da habe ich schon, habe ich irgendwas darüber gehört. Ja, dass man das, dass das unglaublich echt wäre. Du kopierst ja immer die ganzen Zahlen für Earnings in unser Sheet oder in das doppelgänger.io/Sheet, gibt es da jetzt schon eine Möglichkeit, dass, ja, aber es wäre ja auch besser, wenn das irgendwie ein Computer für dich machen würde. Das wird sicherlich irgendwann kommen. Es wäre schon ausreichend, wenn Firmen sich mal darauf einigen, ein Standardformat als Excel auszugeben, dann würde das schon helfen.
Ich bevorzuge es nach wie vor, das noch selber per Hand zu machen. Also ich spreche über heute. Das kann in 2 Jahren wird es höchstwahrscheinlich komplett anders aussehen. In 2 Jahren oder in 10 Tagen? In 18 Monaten, glaube ich. Es gibt schon so Bloomberg-Chat mehr oder weniger. Oder Fin-Chat und was weiß ich. Sprießt natürlich alles wie Pilze aus dem Boden. Aber es gibt natürlich schon Anwendungen, die sowas machen. Die wirken noch relativ nicht fehlerabhängig. Aber es ist trotzdem halt wichtig zu verstehen, ob irgendwas ein Adjusted EBITDA oder ein EBITDA ist, wo manche Tools schon nicht mehr unterscheiden. Dann ist beim Adjusted EBITDA eben wichtig, um was da adjustiert wird. Also wenn das irgendwie wie Smart Broker ist, wo die Marketingkosten adjustiert sind. Oder wenn bei Rent the Runway, bei einem Modell ist Abschreibung vielleicht wirklich nicht wichtig und bei einem anderen Modell ist Abschreibung aber total essentiell. Nicht so einfach. Aber ja, auch da wird natürlich viel dazu kommen. So, eigentlich sollte es eine kurze Folge werden. Jetzt haben wir schon verbrabbelt wieder. Ja, 10 Minuten, die ersten 10 Minuten werden abgeschnitten. Da haben wir ja nur sichergestellt, dass ich auf Rekord. Wenn ich nur eine Stunde brauche für das alles, kriege ich die Präsi wahrscheinlich in 20 Minuten hin. guter Testlauf. Willst du mir das bunte Bildchen noch erklären, was du im Taubenverein hier gefunden hast? Achso, das kommt auch noch. Das können wir auch verschieben. Nee. Also, ja, dann verschieben wir das. Nee, ich find's ganz spannend. Also ein Twitter-User namens Giulio Mattioli der forscht an der TU Dortmund, soweit ich weiß, oder soweit es in der Twitter-Bio angibt, und hat, ich glaube, 12 spannende Statistiken oder Karten über Europa, Westeuropa, Gesamteuropa gepostet und inwiefern Deutschland da ein Outlier ist immer. Und das, er nennt das so Karten, in denen Deutschland innerhalb Europa exceptional ist, also Ausnahme. Ja, gibt es ein deutsches Wort für Ausnahms? Ich muss das tatsächlich googeln. Exceptional heißt auf Deutsch außergewöhnlich, na klar. Also in denen Deutschland außergewöhnlich ist. Und das beginnt mit Home Ownership. Und zwar liegt das so im Schnitt, würde ich sagen, in den 70er-Prozenten, in Polen 84%, Norwegen 81%, Spanien 76%, Frankreich 65%. Aber in Deutschland hat nur jeder Zweite ein eigenes Zuhause oder besitzt das. Kannst du mir erklären, warum? Ich denke, es liegt einerseits an der Adaption von Adoption eigentlich von Ostdeutschland, wo die Ownership niedrig ist, aber einfach viele Leute in Sozialwohnungen gelebt. Also im Plattenbau war lange Zeit zumindest per se eine Mietwohnung. Die konnte man dann irgendwann auch kaufen, aber das ist sicherlich ein Grund. Tendenziell neigen die Deutschen auch einfach nicht dazu. Es kann auch ein bisschen mit den noch mit Nachkriegseffekten zu tun haben, aber es ist relativ gesehen gut 30% unter dem europäischen Schnitt. Und das wiederum führt auch gleich zu einer zweiten Karte, nämlich Reichtumsverteilung. Das ist hier eigentlich die 7. Karte. Auch da ist Deutschland, sagen, da geht es Median Wealth, also der durchschnittliches Haushaltsvermögen, ist relativ niedrig in Deutschland, mit hier angegeben mit 30.000 bis 40.000, was wiederum auch an Ostdeutschland liegt, die den Schnitt runterziehen. Aber natürlich auch an der niedrigen Home Ownership Quote und wiederum das ist ein Teil des Vermögens, was in dieser Statistik vielleicht nicht einbezogen wurde, in der staatlichen Altersvorsorge gebunden ist. Und je nachdem, ob man das in die Studie mit reinnimmt oder nicht, führt das zu anderen Ergebnissen. Andere spannende Karte ist die Länder in Europa, in denen mehr Männer als Frauen studiert haben. Führt Deutschland oder Westdeutschland relativ klar an. In Ostdeutschland ist es tatsächlich, Ostdeutschland ist eher im europäischen Schnitt. In Westdeutschland ist es aber so, dass je nach Bundesland bis zu 10% mehr Männer studiert haben als Frauen. Das musst du mir erklären als Wessi. Keine Ahnung. Er vermutet, es könnte am dualen Ausbildungssystem liegen. Also dass zum Beispiel viele Berufe, die typischerweise Frauen ausüben oder im öffentlichen Dienst, man über eine Ausbildung auch
belegen kann, also keine universitäre Bildung braucht, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch eine höhere Hausfrauenquote. Weiß ich nicht, ob das wahr ist. Aber wäre komisch, es gibt noch ein Land in Europa, wo es genauso schlimm ist, in Anführungsstrichen, wie in Westdeutschland, das ist die Türkei. Das sagt auch schon viel aus. Ja, also es liegt wahrscheinlich am Ausbildungssystem. Und dass es da vielleicht eine Ungleichverteilung gibt zwischen männlichen und weiblichen Berufen, würde ich annehmen. Vielleicht auch, dass eine ganze Generation nicht studiert hat. Oder stimmt wahrscheinlich auch nicht. Ja, weiß nicht. Kann man gerne bei uns auf Discord noch diskutieren, was da Gründe sind. Wir packen den Link natürlich sowieso in die Shownotes. Dann das Benotungssystem. Du hast ja außerhalb von Deutschland, wie waren da die Noten, wo du zur Schule gegangen bist? Ich hatte so ein internationales Baccalaureat. Wie war das denn? Ich meine, das waren Punkte, glaube ich. Achso, bis 100? Ja, das war mein Abi. Ach ja, genau, steht hier auch so bei dem Land. Also offenbar sind wir das einzige Land zusammen mit Tschechien, Slowakei und Österreich, wo 5 bzw. 6 die schlechteste Note ist und 1 die beste. Fast überall woanders geht es von 0 bis 10 oder 0 bis oder 1 bis 5, wo die höhere Zahl die bessere Note ist. Also es ist eine komische Sonderregelung. Aber sitzen 6 hört sich besser an als sitzen 1. 1 sitzen, ja. Dann sind wir zusammen mit Weißrussland, das Land mit der schlechtesten Google Maps Abdeckung oder Google Street View Abdeckung. Das ist natürlich ja, weil in Deutschland jeder sagt, bitte zeig nicht mein Haus oder so, ne? Genau. Oder warum? Weil die Hausquote so niedrig ist, dass wenn man schon eins besitzt, möchte man es nicht noch anderen zeigen. Genau, das ist unsere Vorliebe für Datenschutz. Würde ich jetzt mal nicht bewerten. Dann gibt es natürlich die Karte der Tempolimits. Und da ist Deutschland das gallische Dorf, das, wie es hervorgeht, das einzige Land ist, was kein Tempolimit hat. Die ganzen anderen unterdrückten, von linksgrün versifften Regierungen unterdrückten Länder haben alle ein Tempolimit zwischen 110 und 140 in der Regel. Gibt's noch? Es gibt hier auf dem Balkan ein paar mit 100, Zypern hat 100. Aber um uns herum sind es in der Regel 130. Polen hat 140, aber das kann man eh nirgendwo fahren auf den Straßen da. Das stimmt nicht. In Norwegen eher 110, Baltikum eher auch 110. Irgendwie kommen die alle klar und fühlen sich trotzdem frei. Dann Smart Meter Verbreitung ist Deutschland zusammen no mit... No Rollouts. Genau. Deutschland, also es gibt drei... man muss sich vorstellen, eine Karte voller überwiegend grüner Länder. Hell- oder dunkelgrün. Und dann gibt es drei rote Flecken. Das eine ist die Slowakei, glaube ich, hinter Tschechien unter Polen. Das mittlere Land im Baltikum ist Lettland, glaube ich. Und Deutschland, wo es kein Rollout. Aber das ändert sich wohl jetzt. Die Smart Meter kommen. Gut für unsere Beteiligung O-Strom. Dann kann man endlich Strom sparen. Wenn Link man weiß, in den Shownotes. Packst du wieder deinen Affiliate-Code rein, ne? Klar. So, das hatten wir schon. Dann gibt's. Wir sind das einzige Land, das Gay Lesbian Conversion Therapy verboten hat. Ich gehe jetzt davon aus, dass in anderen Ländern nicht überall wild homosexuelle Menschen umtrainiert werden, aber das wird hier als positiv gesagt. Ist wahrscheinlich auch schlau, dass Eltern nicht entscheiden dürfen, ob ihre Kinder jetzt homosexuell sind oder nicht, oder sie gar umschulen. Aber wusste ich nicht, dass wir die Einzigen sind, die es. Man hätte ja vermutet, dass das in vielleicht Skandinavien oder Frankreich auch populär ist, aber naja. So, wir haben zusammen mit, was ist das, Finnland und Nordschweden das höchste Vertrauen in unsere Parlamente. Also vor allen Dingen in Westdeutschland, muss man sagen. Ostdeutschland ist auch da ein bisschen nun muss man auch, jetzt fängt das wieder an. Jetzt muss man sagen, dass natürlich besonders demokratieliebende Ostdeutsche vielleicht schon auch abgewandert sind in der Vergangenheit und dass die DDR noch eine ein bisschen jüngere und nicht einfache Vergangenheit mit der Demokratie hat. Aber es ist natürlich ein Makel, dass insbesondere der Osten da noch nicht so glücklich ist. Aber die haben auch noch nicht im vollen Maß von der Demokratie profitieren können, muss man sagen. Eine kurze Frage dazu, ohne zu tief einzusteigen jetzt. Aber wegen der grünen Vetternwirtschaft nämlich. Ja, wenn wir jetzt in 20 Jahren hier immer noch unseren Podcast aufnehmen, wird dann das Bild immer noch so sein oder ist es dann angeglichen? Also wann kommt der Punkt, in dem wir uns als eins sehen
Und man nicht, also, und man das auch nicht mehr so also sieht. Also ich sehe uns als eins. Ja, aber ich sehe uns als eins, so wir sind ja das beste Beispiel hier. Ja. Oder? Komm, wir hätten uns nie getroffen. Ja, das stimmt. Also. Ich wäre irgendwo in der Ossi-Produktionszone und würde Flugscharen über die Felder eines bankrotten Staates ziehen oder genau, im Bautzen sitzen. Ich würde wahrscheinlich gerade bei Karajat gefeuert werden. Genau. Das hängt so ein bisschen davon, also ich glaube prinzipiell an Konvergenz und dass sich das angleichen wird. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass es zu noch mehr Abwanderung kommt und dass die Abwanderung immer wieder den Effekt, also die Abwanderung von besser gebildeten, besser verdienen und eventuell demokratieliebenderen Menschen, dass die immer wieder dazu führt, dass, und es ist ja nicht nur im Osten so, ne? Also wenn du jetzt irgendwie in Duisburg-Hamborn schaust oder auch im Westen gibt es sozusagen Bereiche der Landkarte, die wirtschaftlich besonders schlecht dastehen oder auch ein bisschen von Abwanderung charakterisiert werden, da ist die AfD auch zweistellig. Und die Mehrheit der Ossis wählt immer noch demokratische Parteien, muss man auch mal dazu sagen. Also ist die Einordnung, dass die entweder Linke oder AfD-Wähler sind, ist so auch nicht richtig, sondern die Mehrheit wählt definitiv noch demokratische Parteien, aber ist natürlich trotzdem problematisch, das Demokratiebild, was man teilweise im Osten hat. Ja, also einerseits glaube ich, dass sich das angleichen wird, andererseits glaube ich schon auch, ich glaube, dass die Universität steht im Osten das sehr stark treiben werden, dass es sich auch angleicht, allmählich. Ja, es könnte halt auch so sein, aber dass wir nicht mehr... Wie lange ist fast 40 Jahre her? 45 Jahre her, die Wende schon. Es braucht ein paar Generationen. Wahrscheinlich werden wir nicht mehr über Ost und West reden, sondern über Stadt und Land. Das glaube ich 100%. Ich wollte vorher gerade noch sagen, die Frage ist, ob die Menschheit das überhaupt noch erlebt. Aber ich glaube, die größere Trennung wird tatsächlich bald sein zwischen, in Anführungsstrichen, provinzieller und urbaner Bevölkerung. Und das ist ja jetzt auch schon so. Ich glaube, dass ein Großteil von irgendwie Leipzig oder Jena sicherlich souveräner ist als ländliche Region. Gibt es auch eine gute Studie dazu. Kann man in Gesamtdeutschland wird in ländlichen Generationen 50% mehr AfD gewählt, zum Beispiel. Ich glaube, der gesamtdeutsche Schnitt, es war eine nicht ganz aktuelle Studie, aber damals war es so, dass 8% in Städten AfD wählen und 12% in ländlichen Regionen, was eben 50% mehr wären, relativ gesehen. Aber trotzdem, wenn man die Karte sieht, ist es auffällig, dass Sekunde, war das die letzte? Wir haben noch, dass die meisten Kinder komischerweise in Osteuropa und Deutschland von ihren Eltern betreut werden noch. Wir haben die höchste Recyclingrate. Nee, Österreich ist noch höher mit 63%. Ja, die mögen es sauber. Und das war's. Nee, halt, was ist das hier? Achso, wir haben trotzdem mit die höchsten CO2-Emissionen und das meiste Radioactivity Environmental Monitoring. Also wir haben die meisten Messstationen für Radioaktivität. Und wie viel Earnings machen wir noch? Was welche und das Zahlen meiste Geld in der Tasche. Erklärst du uns? Das meiste 100 Euro hat ein Durchschnittsdeutscher auf Tash. Bist du ich über nicht. Oder unter dem Durchschnitt? Ich habe 5 Euro. Voll unter. Ich habe 5 Euro und 5 Cent in der Tasche gerade. Oh Gott, wie kannst du überleben? Ich wohne in Hamburg und nicht in Berlin. Na gut, genug Karten. Kann man sich in Shownotes anschauen. Earnings willst du machen? Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kaufs- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen. Womit willst du denn anfangen? Lass mit A anfangen. Atlassian. Achso, das ist in der Tabelle natürlich unter T, weil das Kürzel Team ist. Also Atlassian hat den Umsatz, um immer noch 37% steigern können, auf eine Dreiviertelmilliarde ungefähr. 37% ist natürlich eigentlich ganz gut. Das ist Subscription Revenue. Der Gesamtumsatz ist nur um 24% gestiegen, auf 915 Millionen sogar. Wie gesagt, 24% Steigerung des Subscription Revenue steigt deutlich schneller. Die Maintenance und andere Gebühren aber schrumpft sogar. Und so kommt man insgesamt auf 24. Das wird zunehmend langsamer. Und sie haben auch gewarnt im Ausblick, dass es noch langsamer werden könnte.
Gleichzeitig wachsen die Kosten noch um 43%. Das ist natürlich nicht so schön. Und so verschlechtert sich das Ergebnis von minus 2% Marge auf minus 18% operative Marge. Das verbunden mit der Wachstumswarnung, wenn man so möchte, hat dazu geführt, dass die Aktie eher abgestraft wurde mit den Earnings und dem Earnings Call und der Interpretation der Zahlen. Man muss aber schon auch sagen, dass sie in ihrem Cashflow noch erheblich positiv sind. 350 Millionen Cashflow haben sie allein im ersten Quartal. Das ist das Q3. Ist das kumuliert? Kann auch kumuliert sein. Auf jeden Fall ist der Cashflow positiv, deutlich positiv. Aber Share-Based Compensation von rund 1 Milliarde im Jahr ziehen das Ergebnis nach GAAP dann deutlich runter. Also die Börse mochte die Zahlen und die Aussichten nicht. Wir können dann noch TeamViewer machen, wo wir gerade bei schlechten Zahlen sind. Und bei Team? Oder waren die gut? Wurden die gut aufgenommen? Ja, Atlassian minus 9%. Und TeamViewer? Ich glaube auch leicht negativ, wenn ich mich nicht irre. Auch da war der Ausblick, glaube ich, schlecht. Der Umsatz wächst nur noch mit 12,5%. Das ist nicht doll, aber ein bisschen langsamer als zuvor. Der Rohertrag verbessert sich ganz leicht. Und die Kosten hat man auch ganz gut im Griff bekommen, wachsen nur um 4%, also langsamer als der Umsatzanstieg. Man hat aber gesagt, dass die Kosten sich wieder, also man will nicht weiter sparen beim Personal, sondern glaubt, dass die Personalkosten steigen werden in Zukunft. Und das wiederum mochte der Markt da nicht. Das heißt, kurzfristig hat man jetzt erstmal die operative Marge von 21% im Vorjahr auf 27% verbessert, recht deutlich sogar. Aber man glaubt eben, dass man das vielleicht nicht halten kann und die Personalkosten wieder steigen werden. Wie gesagt, plus 27%, eigentlich deutlich positiv und cash generierend, die Firma. Aber wächst relativ langsam und die Kosten könnten wieder schneller wachsen als der Umsatz in Zukunft. Und dann haben wir noch DoorDash dabei. Die wachsen weiterhin dynamisch. Umsatzwachstum 40% aus 27% mehr Orders durch Verbesserung der Take Rate plus die Erzeugerpreise, wenn man so will, bleiben halbwegs stabil. Also die Rohmarge ist auf Niveau des Vorjahres. Die hat sich vorher immer verschlechtert, relativ gesehen. Vermutlich dadurch, dass die Rider teurer werden. Das konnte man aber ganz gut einfangen jetzt. Und so bleibt die Rohmarge gleich. Die operativen Kosten steigen nur um 31% und damit weniger als das Umsatzwachstum. Und dadurch verbessert sich die operative Marge von 12 auf rund 8%. Also es geht weiter in Richtung Profitabilität. Auch hier schon operativer Cashflow schon längst positiv. Auch hier sind es ungefähr 1 Milliarde an Share-Based Compensation im Jahr, also Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, die das Gesamtergebnis noch runterziehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man Gesamtjahr Break-Even wird man nicht schaffen, aber vielleicht sind sie im Q4 Break-Even, könnte theoretisch klappen, wenn sie ihre Kosten weiterhin so im Griff behalten und wachsen, also 40% Revenue-Wachstum ist natürlich enorm. Die Frage ist, wie weit kann man mit der Take-Rate noch gehen? Die ist jetzt, ich habe die mit 12,8% nach 11,8% im Vorjahr berechnet. Bin gespannt, wie viel mehr man da noch machen kann. Genau, also DoorDash liefert Essen, Lebensmittel und andere Sachen in den USA, hauptsächlich per Fahrrad. Weiß nicht, ob man da noch mehr Marge draus machen kann, aber ja. Auf einem guten Weg in die Profitabilität, glaube ich. Die Börse mochte die Zahlen auch. 40% sind überraschend gutes Wachstum, würde ich sagen, ne? Wenn man es mit dem Delivery Hero oder so vergleicht zum Beispiel. Oder Takeaway oder was auch immer man anlegen möchte. Ist dieses ganze Takeaway-Business, ist das eine coole Branche, in die man reingehen sollte, wenn man irgendwie so eine Super-App oder so werden möchte? Als Vermittler vielleicht, also ich würde das Logistiknetzwerk nicht nochmal aufbauen wollen, aber ich würde mich vielleicht anbinden an so ein DoorDash oder so. Und dann die Frage ist, ob DoorDash dir von den 12% Take-Rate bereit ist, was abzugeben und ob das Modell dann noch so gut funktioniert. Aber zumal ja nicht klar ist, ob du wirklich zusätzliches Wachstum generieren kannst oder ob du nur sozusagen Mitnahmeeffekte generierst. Eigentlich müsste WhatsApp da als nächstes doch rein. Wenn sie Payment machen,
Und die Leute lernen mehr und mehr, dass sie über Chat irgendwie Sachen bestellen. Ja, es könnte gut sein. Eine Verbindung mit den Leuten. Mhm. Es könnte gut sein, dass so Real-World-Sachen wie, obwohl Banking ist ja schon fast virtuell, aber sagen wir so sowas wie DoorDash oder Amazon, dass das halt mehr oder weniger embedded wird in ganz vielen. Also Instacart zum Beispiel hat ja schon ein GPT-Plugin, das du anbinden kannst. Das heißt, dass sie so eine Art öffentliche APIs herstellen für Anbindung an Agenten und an generative AI. Ist nicht ganz unwahrscheinlich. Die Frage ist nur, wie viel Marge. Ich meine, im Moment teilen sie die Marge mit den GAFAs auch. Von daher bin gespannt, wie da Revenue-Share-Deals aussehen werden. Das Problem ist ja, dass du nicht zwangsläufig neue Kunden gewinnst dadurch, sondern eher, dass du deine Bestandsprovision mit großen Plattformen teilen werden musst, höchstwahrscheinlich. Und dann, also stell mir vor, jetzt von den 12,8% Take Rate musst du 4% immer abgeben an irgendeine Chat-Plattform, dann ist das Modell schon gleich wieder nicht ganz so spannend mehr. Sagen wir, das 4% von 2 Milliarden Umsatz wären logischerweise 80 Millionen, stimmt das? Ja, 80 Millionen. Uh-huh. Das würde das Ergebnis ja schon sehr advers beeinflussen. Top, wir haben die OMR überstanden, also noch nicht ganz. Falls ihr das vormittags, mittags hört, kommt zu unserem Live-Podcast. Ich habe noch einen richtig geil von dem, ich hoffe, ich darf den verraten, aber es ist ja kein großer, also man schafft sich keine Konkurrenz damit. Aber so das Innovativste, also ich dachte ja, der beste Trick wäre, irgendwo in Lübeck oder Kiel ein Hotel nehmen und mit der Bahn zu OMR reisen. Noch innovativer ist es natürlich, sich einen Transporter oder Wohnmobil zu nehmen und im Fitnesscenter-Club deines Vertrauens zu duschen. Das ist wahrscheinlich das kostenoptimale Mittel der Übernachtung. Ja, also ich habe gerade mal gecheckt, meine Empfehlung wäre das Evo Schanze. Ich war da noch nie, aber das ist auf jeden Fall von der Location am nächsten. Da kann man direkt von der Party duschen und dann wieder zurück. Also ich glaube, es sind keine 500 Meter Laufweg zum Eingang. Ah, da bin ich vorbeigegangen am Freitag. Genau. Da waren wir am Freitag in der Ecke. Da kannst du schön, also genau, falls ihr da duschen wollt, grüßt die nett von uns. Ihr könnt alle bei Glück da duschen, zu Hause. Genau, oder Pip, bei welchem Hotel bist du nochmal? Also, in der Fontäne duschen. Man kann einfach in der Alster schwimmen gehen, oder? Oh, das ist die sauber? Nicht, also ich weiß nicht, ob du da besser oder schlechter riechst als vorher. Okay. Vielleicht kommen auch die Polizisten und verteilen Tickets. Man weiß es nicht. Ja, das auf jeden Fall. Man sollte nicht Roller oder Fahrrad fahren, wenn man was getrunken hat. Das ist, glaube ich, noch schlimmer als bei roten Ampeln drüber zu fahren. Habt einen schönen Tag. Wir hören uns wieder entweder heute Nachmittag oder am Samstag. Bis dann. Peace. Ciao, ciao. Oh, ich glaube, ich habe nicht aufgenommen.